Der Söder kommt doch jetzt in Kürze zum Anzapfen. Ne? Kreuz euch doch den einmal. Ne? Nehmt sie gemeinsam in den Schwitzkasten. Ne? Und der Schottenheimer Christian setzt sich drauf, bis er willig ist. Ne? Laut chinesischem Kalender ist 2019 ja das Jahr des Schweins. Das ist ein Zeichen, das ist euer Jahr. Rettet die Spezies des Wiesenwirtes. Macht das erlebbar. Eure Nachwuchsprobleme, auch Dieter Reiter wird euch verstehen. Der ist ja selbst betroffener Masochist. Sein täglich gelebter Fachkräftemangel im Stadtrat ist allgegenwärtig. Statt einem regelmäßigen Besuch bei einer Domina hat er seinen Sitzungssaal. Ja? Fachpersonal und Wirtetalente wachsen nicht draußen im Biergarten auf dem Bahndrom. Nein, da liegt der Hund begraben. Mit dem Nachwuchs ist das heute halt so eine Sache, so ein Problem. Wir wissen das auch nicht, was sich seinerzeit die Söders gedacht haben, wie sie ihren Markus zeugten. Vielleicht wollten sie, dass er Wirt wird. Später vielleicht sogar mal beim Inselkammer oder beim Schottenhammel einheiratet und Wiesenwirt wird. Doch der eigenwillige Markus hat sich gedacht, er ist viel zu gut für die freie Wirtschaft und rennt da lieber in die Politik, hängt sich als Halbwüchsiger ein Straußposter übers Bett und behauptet, bayerischer Ministerpräsident werden zu müssen. Absolviert dann ein dreimonatiges Volontariat bei BR und malträtiert anschließend das bayerische Volk mit seinen Regentschaftsansprüchen, Mondfahrten, Kreuzerlassen und Baumumarmungen. Da wird dann der Fachkräftemangel so richtig sicht- und erlebbar. Ich glaube jetzt auch nicht, dass der einen guten Wiesenwirt abgeben hätte, im Gegenteil. Aber der Mangel ist allgegenwärtig, ganz besonders in der Politik. Der neue Verkehrsminister Reichert ist so ein gutes Beispiel dafür. Oder der Tilman Kuban, den werde ich jetzt nicht sagen, das ist der neue Vorsitzende der JU Deutschland, gezeugt im Reagenzglasl der JU, gezeugt von der Erika Steinbach. Gruseliger geht's nicht mehr, ja, wirklich. Aber es gilt auch für andere Parteien. Ich sage da nur Katja Schulze, die grüne Grinsekatze. Die hat sich auch nie aus ihrem Stadium der Schülersprecherin weiterentwickelt. Wenn ich mich da heute so umschaue, Herrinnen, ich weiß nicht, wo sind die Typen, die Charaktere, die voller Empathie, so wie der Toni Röderer, die so eine unverrückbare Verlässlichkeit ausstrahlt, so wie früher der Strauß, du hast ja auch gewusst, das ist ein Hund, das ist ein Matz. So wie die Müller-Lise von der Metzgerei Emslander, bei der hast du auch immer gewusst, wenn die ihren grün-braun, gold-violett schimmernden, warmen Leberkäse runterschneidet, dass der schon seit 14 Tagen unter der Wärmelampe drin liegt und seine Haltbarkeit längst überschritten hat und deshalb jetzt in Händelmeier Senf ertränkt werden muss. Genauso wie den Umstand, dass du nach dem Verzehr einer selbigen garantiert nicht mehr 3 Tage von der Schüssel runterkommst. Aber sie hat ja den Leberkäse mit so viel Schmelz, mit einem dermaßen vertrauensvollen Lächeln und erlebbarer Liebe verabreicht. Da hast du gar nicht anders können, als dich dafür zu bedanken. Und das hat der Strauß seinerzeit auch so gemacht. Du hast einfach gewusst, was kommt, was dich erwartet, auf was du dich einstellen musst. Einfach mal den Hygienemangel aushalten, so wie der Toni Röderer seinerzeit. Aber ich sage euch, liebe Brüder und Schwestern, im Wiesenbier, wenn der Söder jetzt Wiesen-Metzgereifachverkäufer heraus und bei der Evi Brandl wäre, von dem würde ich keinen warmen Leberkäse kaufen. Selbst wenn er mit grün-braun, gold-violetten Strasssteiner besetzt wäre. Und wenn sich manche über mangelnde Qualitäten und Fähigkeiten von Mandatsträgern beschweren, beruhige ich sie immer, weil wenn die Sonne niedrig steht, werfen selbst Zwerge lange Schatten. Oder wie es ein regionaler Politdarsteller im Bayerischen Landtag, der es kürzlich gesagt hat, wie kann ich wissen, was ich denke, wenn ich noch nicht gehört habe, was ich so bin. Ja, es ist doch schön, in Mittelmäßigkeit spitze zu sein. Aber das Schlimme ist, man kommt ja nicht als Wirt und schon gleich, wenn man jetzt als Politiker auf die Welt, es gibt ja da keine Prüfung mehr dafür, nicht einmal in der Hans-Seidel-Stiftung. Aber wie heißt es schon im Matthäus-Evangelium? Matthäus-Evangelium, ja, viele fühlen sich berufen, nur wenige sind auserwählt. Natürlich gibt es Naturtalente, aber die sind rar, sehr rar. So rar wie die Wiesenwirte, die Königinnen und Könige im Wirtevolk, die auch in diesem Jahr wieder einen extra kreierten städtischen Wiesenkrug ihr Bier füllen dürfen. Wiesenbier, das mitunter eine herrlich abführende Wirkung hat. Ich kenne da so einige, die in dieser Zeit statt mit den vom Arzt verordneten Medikamenten sehr erfolgreich durch Wiesenbier ihre angeborenen Darmprobleme lösen. In diesem Jahr mit diesem Krug
und eine Grafik von Miriam Mössmer. Ja, das ist ein wunderschöner Grund, schön denken. Meine Mama darf jetzt bestimmt sagen, mei, schon wieder das Staubfinger. Die Miriam Mössmer sitzt die Münchner Wiesen wie ein Charivari, zusammengefügt mit Motiven zum Suchen und Entdecken. Ein Krug nicht nur mit einem Wimmelbild, sondern interessanterweise auch in den völkischen Farben Blau und Rot gestaltet. Wahrscheinlich schon in Vorahnung, wie stimmenmäßig die nächsten Landtagswahlen in den benachbarten Bundesländern ausgehen. Und die Gäste aus Brandenburg und vor allem Sachsen passen farblich zu empfangen. Ein echter Volksgrupp also. Ne? Mit wunderschönen Wiesensymbolen, unter anderem wieder ein Hirsch, wieder ein Dackel. Einzig der Haken, der Pfeil nach oben fällt. Ne? Aber das ist ja wurscht, denn spätestens nach der vierten Nacht kannst du die Farben sowieso nicht mehr identifizieren. In diesem Sinne wünsche ich euch allen hier auf der Wiesn 2019 glückselige Momente, angefüllt mit Umsatz, Weisheit und Gelassenheit. Und euch, liebe Wiesenwirtinnen und Wiesenwirte, traumhafte Begegnungen mit charismatischen Menschen in politischer Verantwortung, die Glück verbreiten, Glückseligkeiten auflösen, einlullen, einseifen, in Glückszustände versetzen und damit ihr das alles aushalten könnt, Trinkzeit auf Kosten und zu Lasten der anwesenden Vertreter der Stadt und der Politikerinnen und der Politiker eine Masse mehr. Eure Wiesenfeinstaublungen werden es dringend brauchen. Prost!